Ein herzliches, freundliches Zurückhallo bei Assassin's Creed Syndicate. Wir endeten auf dem Dach und jetzt starten wir wieder hier unten. Ja, die gute Evie ist in der Zwischenzeit mal vom Dach geklettert. Vielleicht war es ihr zu luftig da oben oder es hat in der Zwischenzeit geregnet und sie hat sich irgendwo Schutz gesucht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier eine Truhe. Und die nehmen wir mal mit. Wir haben uns ja beim letzten Mal die Schatzkarte geholt, um jetzt hier sämtliche Schätze von Whitechapel freizuschalten. Das hat uns 1000 Pfund gekostet, aber wird uns mit Sicherheit mehr als 1000 Pfund einbringen. So, was machen wir denn heute? Hier gibt es erlesene Bierflaschen. Hier sind jede Menge Truhen innerhalb eines Sperrgebietes. Es gibt hier Helix-Glitches. Wir können mal gucken, inwieweit wir hier innerhalb dieser Stadtgebiete jeweils alles einsammeln wollen. Hier unten scheint ja nicht so viel zu sein, eher so da hinten. Und ansonsten gibt es natürlich Missionen. Hier ist schön aufgezählt. Aktivitäten haben wir hier. Jeweils eins von Templer mit Burg und Templer ohne Burg. Hier mit Behausung, ohne Behausung. Ja. Es gibt hier die Helix-Dingens. Da hier. Es gibt Bierflaschen, es gibt goldene Truhen, es gibt weiße Truhen, es gibt irgendwelche mir völlig unbekannten Zettelchens. Zahnräder fliegen hier rum und Kameras werden verkauft. Diese Kameras werden wahrscheinlich Aussichtspunkte sein. Hier, das sind Illustraciones. Aussichtspunkte kriege ich hier so keine angezeigt. Empfohlenes Level 2. Empfohlenes Level 2. 2. Und 2, das macht ziemlich keinen Unterschied. Das sind so die Missionen, die Hauptmissionen, die wir hier machen können. Dementsprechend werden wir jetzt innerhalb dieses Viertels, sage ich jetzt mal, einfach so Stück für Stück und die Viertel auch mal abgrasen. Ein bisschen leerräumen, mal gucken, wie viel wir hier mitgenommen kriegen. Dafür rennen wir taktisch klug, traditionell mit unserem Charakter, in diesem Fall einer äußerst attraktiven jungen Dame, über die Dächer der Stadt. In diesem Fall die Dächer Londons. So. Ihr Bruder Jacob ist davon gelaufen, der macht sein eigenes Ding. Nicht darüber springen, ist dir das zu weit oder was, Schätzelein? Und so weit ist es nicht. Also. Gerade wolltest du nicht schräg machen, das war hier wahrscheinlich nicht Herausforderung genug. Das verstehe ich. Hoppla. Ich drehe hier noch ein paar Dachziegel lose. Wenn ich so weitermache. Ja. Oh. Ja, aufs Dach hätte. Ja, ich stelle fest, hier sind die einfachen Sprünge einfach zu langweilig. Sie möchte die schwierigen Sprünge machen. Gut, soll sie mal. Wo sind wir denn jetzt hingerannt? Ah, wir sind jetzt hier genau in der Ecke, wo ich hin wollte. Perfekt. Das da unten ist dann, glaube ich, einfach ein Laden. Oh, entschuldige. Entschuldigung, der Herr. Nicht sehr höflich. Gebe ich zu. So, das da unten ist ein Geschäft, nehme ich an. Schauen Sie doch mal rein. Ja. Ich habe etwas, das Sie interessieren könnte. Machen wir ein Deal. Ich schaue nicht bei dir rein und du schaust nicht bei mir rein. Du bist eine tote Frau.
Nein, ich fühle mich ziemlich lebendig. Entschuldigung, nicht sehr nett, aber der pöbelt. Ich mag es nicht, wenn sie mich anpöbeln. Ich bin eine feine Dame. Das gehört sich nicht. Das gilt auch für euch beide. Ihr seid doof. Ich mag euch nicht. Auf Wiedersehen. Guck mal, hier ist auch klar angezeigt, dass man das so machen soll. Da ist ein Dieb, den man rammen soll. Weg, Hühnchen! Das war's, Freundchen. Jetzt. So. Massenereignis beendet. Oh Lord. Kannst du bitte aufhören, mich anzukrapschen? Glaub's hackt. Erst die Leute bestehlen und dann hier die Frauen befummeln. So. Auch hier in London, wie schon in vielen Städten zuvor, die wir einst besuchten, mit diversen verschiedenen Assassinen, verstecken die Leute ihr Geld irgendwo auf Dächern. Ich weiß immer noch nicht, was das für eine komische Angewohnheit ist. Klopp. Lassen Sie sich nicht stören, ich klaue nur Ihr Geld. Ah, da ist der hier. Jetzt ist hier angeblich noch ein Bimmelje. Ich weiß noch nicht, was ich hier bimmeln soll. Vielleicht kann man hier auf dem Dach irgendwo was bimmeln. Ein bisschen rumbimmeln ist ja auch mal ganz lustig. Ah. Ja. Ach, lass das. Entschuldigung, die Herren und die Damen, oder ich weiß nicht genau, was sie sind, aber das ist Geld, das sie definitiv nicht brauchen. Deswegen nehme ich das mal mit. So. Da ist eine Glocke. Und die kann man einfach sabotieren. Ich weiß nicht, welchem Zweck das dient, aber jetzt wird hier wenigstens nicht mal rumgebimmelt. So, daraufhin habe ich hier die Ecke hier hinten gereinigt. Und damit können wir eigentlich mal zur Mission flitzen. Diese da ist genau geradeaus. Und dann gucken wir doch mal. Wir wollen Whitechapel erobern. Von den Tyrannen befreien. Das ist irgendein roter Punkt. Ich komme rüber. Glaub nicht, dass ich zögere. Ich bin nicht. Was war das denn? Oh, Entschuldigung. Achso, das könnte dieser jene Welche sein, der hier eventuell bestohlen wurde. Nö. Nur weil du da drüben bist. Nö, das sind einfach nur Gegner. Ah. Massenereignis beendet. Ah, das war ein Massenereignis. Ich musste wohl diese Fuzzis einfach mal aus dem Weg räumen, weil sie genervt haben. Gut, das können wir. So, häufig beginnen Missionen auf einem Dach. Alles gut, mein Freund. Hör auf zu hyperventilieren. Es ist alles gut.
So, in diesem Fall beginnt die Mission nicht auf einem Dach. Jetzt singe sie bitte! My Boots. Ach, da ohne. Die Suche nach dem Straßenkind. Da steht mein Brüderlein. Hallo, Brüderchen. Ding, 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 ding. Wo sind wir hier gelandet? Wie schön, Sie beide endlich zu treffen. Das ist die Babylon, Ellie. Wir wissen einfach alles über das Straßenleben und geben Kindern eine Möglichkeit, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Clara, Mr. Green glaubt, wir könnten uns gegenseitig helfen. Im Gegenzug für unsere Hilfe müssen Sie uns einen kleinen Gefallen tun. Nun, warum nicht? Den Großteil meines Geldes habt ihr ja schon. Warum nicht auch noch einen Gefallen? Es gibt in dieser Stadt mehrere Fabriken, die fast ausschließlich mit Kinderarbeit betrieben werden. Diese Kinder arbeiten endlose Stunden für einen Hungerlohn und die meisten von ihnen dürfen das Fabrikgelände nie verlassen. Sie leiden fürchterlich. Ich bitte euch, sie zu retten. Kleinen Gefallen? Dafür bieten wir ihnen Informationen. Etwas, das sie offenbar brauchen. Jetzt warte mal einen Moment. Ich muss zu einer Verabredung. Also was sagen Sie? Akzeptiert. Toll, mit euch Geschäfte zu machen. Ja. Alles klar. Das Lagerhaus erreichen. Dann wollen wir das mal tun. 50 Meter von hier. Ah, gut, dann geh oben lang. Ich weiß, du kletterst gerne. Da ist das Lagerhaus. Da drinnen sind böse Menschen. Gut. Dann wollen wir mal die Kinder befreien. Infiltrieren Sie die Fabrik und retten Sie die Kinder aus den Menschen. Unwürdigen Bedingungen. Befreite Kinder können Sie mit seltenen Herstellungsmaterialien beglücken. So. Vorarbeiter töten, alle Kinder befreien, keinen Alarm auslösen. Okay. Alles klar. Hat man nicht irgendwie mit F-Pfeifen? Wir hatten mal mit was anderem gepfiffen. Ach, mit T hat man gepfiffen. Wo zum Teufel ist hier hin? Gut. Das ist der Vorarbeiter. Okay, keinen Alarm auslösen, das ist die Mission. Weniger plappern und mehr arbeiten. Der Nächste, der ein Wort sagt, wird die Nacht über an den Zaun gekettet. Der läuft da oben, der steht da oben, lediglich der hier. Wäre im Blickfeld. Steady, steady. Ich muss aufpassen, der da oben könnte mich sehen. Wenn ich hier lang laufe. Die sind über mir, die drei, die stören mich. Nicht der auch nicht. Die zwei sind das Problem. Was will die denn hier? Ja,
raus, bevor ich Alarm auslöse. So. Erwischt. Erwischt. So, jetzt muss ich aber gucken, welcher war das. Das war der da hinten. Der hat mich warum auch immer irgendwie gesehen. Okay. Jetzt sitzt die da oben. Glocke, ah, die habe ich schon sabotiert. Gut, das war genau die. Sie sind billig, aber jede Woche muss man eins von ihnen ersetzen. Okay. Verdammte Plagen, sie sind billig, aber jede Woche muss man eins von ihnen ersetzen. Das für Gestalten da hinten. Hm. Was sind die zwei hier, die ich da sehe? Ja, komm. Was sind diese beiden hier? Da kann ich mich aber jetzt gerade nicht drum kümmern. Wenn ich darüber komme, wirst du dir wünschen, du wärst nie geboren. Ah. Vielleicht daran, dass ich irgendwie das Gelände verlassen habe, jetzt ist nämlich der Dicke hier auch wieder da. Mist. Blöd. Egal, den machen wir wieder weg. So, dann gucken wir nochmal. Der da hinten steht nämlich jetzt auch wieder. Aber nix. Arbeitet weiter! Wir liefern nächste Woche und hängen weit hinter unserem Soll! Den erledige ich jetzt einfach mit einem Wurfmesser. Gar nicht gut. Krieg ich nicht, ne? Nee. Gott. What are you doing back there, miss? Ich bin gleich wieder da. Danke. So. Da hinten. Hier vor? Nein. Aber er läuft bestimmt gleich wieder zurück. Den müsste ich im Laufen erwischen. Das ist heavy. So, das war der. Dann gehen wir wieder runter. Können wir uns jetzt um den da drüben kümmern, denn ich glaube, auf der Ebene ist jetzt keiner mehr. Wir haben jetzt da oben. Wie
2 und den billig, aber jede Woche muss man eins von ihnen ersetzen. 4 Stück bleiben. Okay. Alles gut, alles gut. Ich will nichts von euch. Ja, die steht nämlich da oben. Nicht zu nah ran, sonst hänge ich im Vorarbeiter. Weniger klappern und mehr arbeiten. Der Nächste, der ein Wort sagt, wird die Nacht über an den Zaun gekettet. Weg. One more for the pauper's pits. Was ist denn da? Jawohl, perfekt. Perfekt. So, wir haben noch den Vorarbeiter und den ganz da oben. Wir müssen den Vorarbeiter erstmal Vorarbeiter sein. So. Alles klar, sind alle erledigt, abgesehen vom Vorarbeiter. Und der ist da unten. Wonder who she's hiding from. Arbeitet weiter. Wir liefern nächste Woche und hängen weit hinter unserem Soll. Ganz. Nein, nein, nicht da hoch, das ist albern. Das machen wir auch nicht. So. Ich verstecke mich erstmal hier und gucke mir mal den Spaß an. Dich krieg ich, du Sau. Und tschüss. So. Keine Angst, Kinder. Schankedön. Schankedön. Schitteböen. So, und die anderen sind da unten. Ah, da gibt's Sprengstoff. Das geht natürlich auch. Aber das ist nicht mehr nötig. Es kommt alles in Ordnung. Danke, Lady. So. Mission erfüllt. Kinder befreit, ohne Alarm auszulösen. Alle erledigt. So lobe ich mir das. Sympathisanten und Loyalität. Finden Sie Sympathisanten in ganz London und helfen Sie ihnen. Habe ich gemacht. Wenn Sie Sympathisanten helfen, steigt deren Loyalität den Rooks gegenüber. Ach, so heißen wir das jetzt doch, ja? Durch Loyalität schalten Sie einzigartige und wertvolle Belohnungen frei. Ja, finde ich gut, dass das zumindest in Spielen funktioniert. Im wahren Leben will und mich niemand für Loyalität. So ist das normal. Whitechapel Kinderbefreiung abgeschlossen. Ja, hervorragend. Und damit ist auch die erste Folge dieser Aufnahme schon beendet. Zack, das war doch schon mal gut. In der nächsten Folge werden wir uns dann hier mal ein wenig darüber schaffen. Und mal gucken, was es da so gibt. Das in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi.